Also ich bin der Überzeugung, dass wir uns früher besser ernährt haben. Ich sage immer wieder, wenn du dich 2 Minuten ungefähr pro Tag mit der Ernährung befasst, dann erlangst du ein Wissen in kürzester Zeit, wo der spannendste Krimi deines Lebens losgeht. Denn du wirst selber Dinge recherchieren und merken, hey, warum geht es mir dabei nicht so gut? Hey, warum komme ich, wenn ich abends Nudeln esse, morgens nicht aus dem Bett? Warum, wenn ich mittags irgendwas esse, werde ich auf einmal müde, bei dem anderen nicht? Das sind so Dinge, wo ich immer wieder darauf hinweise und sage, lernt euch wieder spüren. Ich nehme auch echt immer eine Lupe mit, wenn ich mal in den Supermarkt gehe und lese dieses mini klein gedruckte und dann sage ich mir einfach, was ist das? Und wenn ich das nicht kenne, google ich das und dann beginnt so einfach eine spannende Verfolgungsjagd und dann sage ich irgendwann, brauche ich nicht. Das ist einfach Käse, was soll das in der Ernährung bewirken? Und natürlich gibt es Studien links wie rechts und Studien werden ja immer finanziert. Daher gibt es immer jemanden, der zahlt und immer jemanden, den man einfach netterweise unterstützt dann und die Studie so schreibt, dass es für ihn gut ist. Und da beginnt die Krux, ja, dass man einfach schlussendlich, sage ich immer, warum brauchst du eine Rieselhilfe in deinem Salz, sage ich jetzt mal einfach. Ja? Aluminiumhydroxid, wir müssen wählerischer werden. Die Katze ist immer misstrauisch. Wenn du Katzen Futter hinstellst, 20 Jahre lang, geht hin, Schwanz in die Höhe, Schnupper, Schnupper, Augen zu, ja, und dann irgendwann fängt sie mal an zu fressen. Dieses Misstrauen der Katzen, das sollten wir uns bei der Ernährung wieder aneignen. Erst riechen, denken und dann essen. Ja, ich sag immer, ich meine, jeder ist ein Glückesschmied, gerade auch bei der Ernährung. Was ich an Ernährung spare, werde ich irgendwann in Medikamenten ausgeben. In der Regel zahlen das die Krankenversicherer und deswegen tut es dem Deutschen nicht ganz so weh. Finde ich schlimm, aber ich sag auch zugleich, du musst nicht mehr Geld ausgeben, aber da musst du ein bisschen mehr Zeit investieren. Schnapp dir deinen alten Drahtesel, fahr einfach 50 Kilometer oder 25 Kilometer in eine Richtung und du wirst mit Sicherheit, egal wo du in Deutschland wohnst, irgendwann an den Bauernhof geraten. Und irgendwas pflanzt er an und dann klopfst du da mal an und sagst, was bieten sie denn? Auf der einen Seite schreien wir alle und sagen, oh, was für böse, schlimme Menschen, ja, sperren Hühner in so kleine Ställe ein. Auf der anderen Seite sind das genau die gleichen, die im Supermarkt das 1 Euro TK-Huhn kaufen und nicht das 10 Euro Bio-Huhn. Ich finde es schlimm, wenn wir ja, Fabriken, Fleischfabriken bauen. Wenn ein Tier in Angst geboren wird, in Stellen gehalten wird, die so genauso groß sind wie das Viech selber, ein Leben hat, das abartig ist, wirklich abartig. Was soll uns das bringen? Es wird gefüttert mit analogem Essen. Für mich ist das abartig und ich bin auch der Überzeugung, und das ist jetzt ein bisschen was aus der Mystik heraus, ich glaube, wenn wir sowas essen, was ein Leben lang Angst hatte, was falsch gegessen hat, nicht eben ausgewogen gegessen hat, sich ernährt hat. Was soll uns das bringen? Das ist eine Hülse. Das ist eine Hülse Schweinefleisch. Und mittlerweile so ist, dass die eigentlich nur zum auf die Welt gebracht werden, ja, damit, weil mit Biogasanlagen mittlerweile mehr Geld zu verdienen ist wie mit dem Fleisch. Und das muss man so krass sagen, weil ich einfach sage, damit muss man die Menschen konfrontieren. Wenn das Ernährung bewirken kann, nur eine kleine Umstellung, eine klitzekleine Umstellung, ja, dann muss ich mich da reinfräsen. Und dann habe ich so viel Literatur gelesen, ich habe mich mit allem beschäftigt und ich habe all meine Wehwehchen selber weggegeben. Es ist wichtiger, sich gut zu ernähren, als schlecht zu ernähren und zu trainieren. Ja, jeder muss da seinen Weg finden,
aber auf sich hören und dann kann man ganz, ganz viele Dinge auf einmal bewirken, wo man genau weiß, hey, ich habe morgen einen wichtigen Termin, esse das oder das, ich trinke das oder das, gehe dann zu Bett und dann bist du morgens fit und du bist leistungsfähig. Und die meisten Menschen wissen das aber nicht, stehen morgens auf und sagen, oh, es muss am Wetter liegen. Es liegt auch am Wetter, ja, aber so viel und Ernährung ist so viel. Mhm.